Seit 5 Jahren widmet das Oldenburg Film Festival einem berühmten Schauspieler oder Schauspielerin einen Stern auf der Promenade. Dieses Jahr wurde der Stern der Oscar-Preisträgerin Mira Sorvino verliehen. How does it feel to be here? Mira, wie fühlt sich es an, hier in Oldenburg zu sein? Es ist sehr aufregend. Ich war noch nie hier und es war so schön heute, den Stern auf dem Walk of Fame zu bekommen. In Oldenburg präsentiert Mira Sorvino ihren neuen Film Union Square von Regisseurin Nancy Savoca. Sie ist wunderbar. Ich liebe auch die Rolle, die sie für mich geschrieben hat. Eigentlich hat sie die Rolle nicht für mich geschrieben, aber ich musste sie unbedingt spielen. Ich glaube, sie ist eine bezaubernde Figur. Und ich hoffe, dass die Leute sie und den Film mögen werden. Der Film wurde in 12 Tagen gedreht. War es sehr schwierig, in dieser Situation zu schauspielern, wenn man das mit normal gedrehten Filmen vergleicht? Ja, weil man wirklich die eigenen Energien aufsammeln muss, um 8 oder 10 Seiten am Tag drehen zu können. Wie ein Rennpferd muss man bereit sein zu laufen. Warum hast du deine Rolle so gemocht? Es war eine wunderbare Rolle. Sie hatte so viele Nuancen. Aufgrund ihrer bipolaren Persönlichkeitsstörung wird sie sehr, sehr glücklich und sehr, sehr traurig. Aber sie hat auch eine wunderschöne Gemütsart. Sie ist sehr lustig und liebenswert. Zunächst empfindet man sie als störend, aber dann lernt man, sie zu lieben. Oh, I am here. I'm here in the city. I'm in Union Square. Jenny? Lucy. Oh my God! Hi! We gotta forget everything that happened, all right? Whatever you said, whatever I said, we gotta forget it. Get over it. I don't want another 3 years to go by like this. Oh my God! Look at this place. It's crazy awesome. Oh, I love this couch. Oh, what are you doing here? No, you can't have a dog here. Don't worry. He's a dog, but he's not a dog. Why are you here? Since when do you come to the city? Are you visiting friends? This would be perfect. I would really like to stay here for a couple of days. Hello, hello. Dieses Mal hat das Oldenburg Film Festival eine komplett weiblich besetzte Jury. Was bedeutet für dich, ihre Vorsitzende zu sein? Ich schätze es wirklich sehr, diese Aufgabe zu haben. Ich habe wunderbare Kolleginnen und wir verstehen uns auch sehr, sehr gut. Es ist interessant zu sehen, weil ich davor an gemischten Jurys teilgenommen habe. Und manchmal gibt es Streitereien unter den Männern oder zwischen Männern und Frauen. Hier sind wir aber sehr egalitär und respektvoll. Hoffentlich wird das auch so weitergehen. Die Jury wählt den besten deutschen Film. Wie schätzt du die Situation des deutschen Kinos heutzutage ein? Ich denke, deutsche Independent-Filme sind genau in der gleichen Situation wie amerikanische Independent-Filme. Es ist heutzutage sehr schwierig, einen Markt für diese Filme zu finden. Filmemacher müssen weiterhin ihre Filme produzieren, unabhängig vom Ergebnis. Man muss sich bemühen, den bestmöglichen Film zu machen und hoffen, dass der Film Resonanz findet. Du bist von den USA nach Oldenburg nur wegen des Festivals gekommen. Gibt es irgendetwas, das du vom Festival besonders schätzt? Die Menschen sind so freundlich. Die Stadt ist bezaubernd. Ich mag es gerne, durch die Straßen zu laufen und die alten Gebäude anzuschauen. Ich schätze sehr den Lebensstil hier. Es ist ganz anders als in Los Angeles oder New York.